Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apartment-Renovierungsvideo. Wir sind hier im Künstlerviertel und dieses Apartment soll auch das Zuhause der Künstler-WG werden. Das Erstelle-ein-Sim-Video dazu habe ich euch heute schon hochgeladen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und gerne sehen würdet, ich verlinke es euch jetzt in der rechten oberen Ecke. Und ja, jedenfalls, das sind die 4 Sim und ihre 3 Haustiere, die hier leben sollen. Und es ist eines der tendenziell etwas kleineren Apartments am Künstlerviertel. Also wir haben zum Beispiel jetzt direkt hier daneben noch ein Apartment, was ziemlich groß ist. Ich bin auch noch am Überlegen, was ich damit mache. Und es ist hier vor allem tendenziell auf der etwas kleineren Seite, wenn man eben betrachtet, dass 4 Sims und 3 Tiere hier drin leben. Jetzt für einen Sim könnte man hier, glaube ich, auch ein recht großes Apartment draus machen. Und ich habe ganz getreu dem Motto Künstler-Apartment hier auch recht viel bunte Elemente reingebracht. Es ist recht farbenfroh, es ist recht hell und fröhlich. Ich meine, hier sollen ja auch noch sehr junge Leute zusammen wohnen. Und außerdem habe ich hier sehr viele Bilder verwendet. Und zwar nicht die Bilder, die man im Baumodus kaufen kann, sondern Bilder, die von den Sims gemalt wurden. Und ja, das zeige ich euch gleich ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Und genau, wir haben hier direkt mit der Küche angefangen. Ihr seht hier, wir haben schon diese grünlichen Theken, also die Oberfläche der Theken ist so grünlich, der Kühlschrank ist blau und dann haben wir schon so gelbe und pinke Elemente hier. Und ja, es ist tendenziell auch für 4 Leute, finde ich, eine von der Größe recht angemessene Küche. Also es könnten nicht sehr viele Leute gleichzeitig hier kochen oder so. Aber ja, sonst klappt das hier bestimmt ganz gut. Und es ist sonst auch ein recht offener Wohnbereich. Also wir haben natürlich die Schlafzimmer abgetrennt und das Badezimmer abgetrennt. Und der Rest ist komplett ohne Türen. Allerdings so ein bisschen einfach durch Winkel abgetrennt, dass man so verschiedene Bereiche doch hat. Und genau, jetzt seht ihr hier schon die ganzen Bilder, die ich rausgesucht habe. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Sissika, das ist auch ein YouTube-Kanal, von dem ich hier auf diesem Kanal schon häufiger gesprochen habe. Und zum Beispiel, wenn ihr in die Kanalempfehlungen auf meiner YouTube-Seite schaut, dann seht ihr auch da, dass Sissika da auch drin ist. Sie hat ein Sim sehr, sehr lange malen lassen und dann ein Zimmer erstellt und da alle Bilder reingehangen, die der Sim gemalt hat. Und hat das dann bei sich auf der Galerie, ich glaube, ihre Origin-ID ist Simone-NotSimone. Ich schaue das mal nach und schreibe euch das auch in die Infobox hochgeladen. Und ich habe dann dieses Zimmer in diesem Apartment platziert und eben die Bilder, die ich benutzen wollte, dann da rausgezogen. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man auf einem Grundstück baut und nicht auf einem Apartment, einfach weil man mehr Platz hat, also halt den Raum zu platzieren, in dem die Bilder drin sind. Also mit sehr kleinen Apartments ginge das, denke ich, schon nicht, weil der Raum größer wäre als das Apartment. Aber bei Grundstücken wäre natürlich nochmal einfacher, dass man den Raum außerhalb vom eigentlichen Haus platzieren könnte und dann auch die Bilder nicht während dem Bauen im Haus ständig hin und her schieben müsste, sondern die außerhalb vom Haus mal aufbewahren könnte, bis man sie benutzt. Von daher ist es hier ein bisschen chaotisch, weil ständig überall Bilder hängen, die wir nochmal umhängen und ja. Und genau, das sind die ganzen Bilder, die jetzt da sind, die wir nochmal anders machen und so. Und ich fand es aber so passend dafür, dass hier 2 junge Malerinnen wohnen. Und einige der Bilder sind auch einfach so wunderschön und ich wünsche mir einfach generell auch mehr Bilder in den Sims 4, also halt auch im Kaufmodus. Also ja, von daher haben wir dann darauf zurückgegriffen und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das Bilder sind, die die beiden noch in ihren Malkursen auf der Uni gemalt haben vielleicht. Oder auch die beiden sind ja noch nicht so furchtbar bekannt, dass sie einerseits vielleicht nicht für jedes Bild immer direkt einen Käufer finden und halt die Bilder so lange bei ihnen zu Hause hängen. Oder eben auch, dass sie nicht das Geld haben, sich jetzt super viele neue Kunst selbst zu kaufen und deshalb ihre eigenen Bilder noch überall aufhängen. Und genau, die Idee ist eben, dass die Bilder, die jetzt hier sind, eben auch von ihnen selbst gemalt sind. Und genau. Und wir haben hier auch relativ gut immer den Platz ausgenutzt und haben nicht so furchtbar viele freie Stellen, sondern auch gerade auch die Wände hoch, relativ viel Deko. Das gefällt mir hier aber auch echt gut. Und ja. Das ist hier. Hier haben wir noch so eine kleine Ecke, wo auch noch ein paar mehr Sachen für die Tiere da sind. Also noch 2 kleine Kratzbäume und die Futternäpfe und Spielzeug und so. Und ja, ich denke, es wäre auf jeden Fall ein tierliebes Apartment und auch eine tierliebe WG. Und genau.
Das haben wir dann hier. Ich war relativ überrascht, wie in wie schneller Zeit ich das Apartment gebaut habe. Irgendwie, ich hatte im Kopf, das hätte sehr lange gedauert. Und dann habe ich die Datei geöffnet und es war selbst ungeschnitten irgendwie. Es waren nur so 22 Minuten oder so. Und ich dachte so, oh wei, du hast bestimmt wieder im Zimmer nicht mit aufgenommen und das fehlt dann da und deshalb ist es so kurz. Aber nein, ich habe tatsächlich einfach nicht so lange gebraucht, was mich wundert, weil ich irgendwie doch hier relativ viel so an kleinen Details dekoriert habe. Aber ja, deshalb ist das Video auch so kurz. Hier haben wir jetzt das Badezimmer. Die vier Leute teilen sich ein Badezimmer. Das ist, denke ich, so noch gut spielbar in den Sims, aber ich glaube, man braucht zu diesem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen Koordinationsfähigkeit, um das so ein bisschen abzustimmen mit den Sims. Aber zur Not hat man ja auch immer in Großstadtleben auf den öffentlichen Plätzen, wie jetzt hier im Künstlerviertel, auch immer noch eine öffentliche Toilette unten. Das heißt, im Notfall könnten die Sims ja auch darauf ausweichen. Und genau, hier richten wir jetzt das Zimmer von Olivia ein. Also das ist der Sim mit den türkisen Haaren. Aus dem Erstelle ein Sim-Video. Und ich mag die Zimmer wirklich gerne. Ich habe auch versucht, so ein bisschen die Bilder, die im Zimmer von Olivia und die im Zimmer von Alice hängen, so unterschiedliche Stilrichtungen zu nehmen, damit es so aussieht, als hätten sie eben schon so ihren eigenen Malstil irgendwie, dass sich das wiedererkennen lässt. Und ja, das haben wir hier. Und ich finde es immer total interessant, wirklich so, ja, Zimmer, die eigentlich wie bei Teenagern mehr als nur das Schlafzimmer sind. Also halt häufig habe ich dann in den Elternschlafzimmern von Familienhäusern immer nur ein Bett und eine Kommode und einen Spiegel, aber jetzt nicht wirklich Aktivitäten in dem Raum. Und im Kinderzimmer oder Teenagerzimmer sind dann wirklich auch noch Aktivitäten und irgendwie noch irgendwie ein Schreibtisch und so ein Krams. Und eben wenn man WG-Zimmer baut, finde ich, macht man das auch automatisch, weil man ja nicht unbedingt seine Sachen in den gemeinsamen Wohnraum in der Art und Weise stellen möchte. Einfach damit damit das den anderen Leuten vielleicht nicht so im Weg ist und so. Und deshalb hat sie ja auch zum Beispiel einen Schreibtisch und ihre Leinwand ist auch hier bei ihr im Zimmer. Und genau, dann haben wir hier noch ein bisschen Wanddeko. Und ich habe die Leinwand hier auch so gestellt, dass das natürliche Licht aus dem Fenster, wir haben hier leider nur ein sehr schmales Fenster, auch direkt auf die Leinwand fällt. Von daher könnte sie bestimmt mit ganz viel natürlichem Licht hier auch malen. Und ja, genau, da in die Ecke kommt sie hin. Und ich habe auch einige Möbel verwendet, wie jetzt der Stuhl, der am Schreibtisch steht, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht auf dem Flohmarkt gekauft wurde oder vielleicht auch, dass sie Leute kennen, die selbst auch in einem anderen Bereich künstlerisch sind, also zum Beispiel Schreiner sind oder Töpfer oder was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so jemand auch die Türen hier gestaltet hat in dem Apartment, die auch aus diesem Heimkino-Accessoire-Pack kamen, glaube ich. Und so haben wir hier dann auch so einmal so ein bisschen den Großstadtlebensstil. Wir haben so ein bisschen den Hippie-Stil und außerdem auch einen sehr jungen jugendlichen Stil irgendwie. Also eben weil es eben sehr junge Leute sind, die hier wohnen sollen. Und genau, da hatte ich die Vorhänge vergessen, da habe ich danach noch ein bisschen nachgerüstet. Und irgendwie wollen die Vorhänge häufig nicht so richtig auf der richtigen Höhe von den Fenstern sitzen, wenn man sie so dann normal drüber platziert. Deshalb blockiere ich häufig dieses Slot, wo der Vorhang automatisch reinspringt mit einem Vorhang und platziere dann den nächsten Vorhang richtig oben drüber und lösche dann den ersten, um da so ein bisschen mehr Freiheit beim Platzieren zu haben. Hier ist das Schlafzimmer von Daisy und Daisy ist ja noch ein Teenager und lebt hier nur sozusagen, darf hier nur wohnen, weil ihr großer Bruder eben auch hier wohnt und dass ihre Eltern ihr dann erlaubt haben, na gut, wenn dein Bruder auch so ein bisschen auf dich aufpasst, dann darfst du in die Großstadt ziehen. Und sie ist von ihrer Art her ja noch kindisch und ich finde, das spiegelt das Zimmer auch so ein bisschen wider. Wir haben Spielsachen hier, wir haben ein total süßes Bild, das hängen wir nachher über die Kommode, von einem schlafenden Eisbären, was ich so goldig finde. Und genau das, da seht ihr es gerade. Das hängen wir nachher noch woanders hin. Und ja, ich finde, das Zimmer passt wirklich sehr gut zu Daisy. Es ist ein bisschen pasteller, wenn man das so sagt. Ist pasteller ein Wort? Ich weiß es nicht. Die Farben sind blasser und es sind eben mehr Pastellfarben hier als in anderen Zimmern, würde ich mal sagen. Aber das funktioniert letztendlich dann trotzdem ganz gut, finde ich, in dem Raum. Und ja, also ich habe es im Erstelle ein Sim-Video schon mal gesehen. Ich hatte, als ich die Sims erstellt habe und das Apartment gebaut habe, direkt mega Lust, diese Sims auch zu spielen. Aber
Ich glaube, das passt gerade nicht so wirklich in unser Apartment Nummer 4 Let's Play, dass wir dann auch noch Haushalte wechseln und so weiter. Aber wenn ihr mit den Sims spielen möchtet in diesem Apartment und ihr irgendwas Schönes erlebt, dann könnt ihr das gerne auf Facebook oder auf Twitter mit mir teilen. Da freue ich mich immer, wenn ihr sowas macht. Eine von euch hat jetzt auch schon mit Michael Ebony, das ist der Vater von Schneewittchen in unserer 100 Baby Challenge, die ich auch selbst erstellt habe, mit ihrem eigenen Sim nochmal Kinder bekommen und das sind Drillinge geworden und so. Und das hat mich voll gefreut und ich freue mich immer total, wenn ihr Sachen nochmal, ja, nochmal weitermacht, die ich angefangen habe und mir dann davon erzählt. Das finde ich immer super spannend. Und hier haben wir jetzt schon das Schlafzimmer von Alice und von Konrad. Und wir haben am Anfang fast zwei Zimmer hier gehabt und jetzt haben wir einfach nur zwei Bereiche, die im gleichen Zimmer sind. Wir haben also, wenn man reinkommt, erstmal so, ja, wie so ein Ankleidebereich mit einer Kommode und einem Spiegel und dahinter dann den Schlafbereich, wobei wir auch in dem Zimmer wieder eine Leinwand haben, da Alice ja auch eine Leinwand braucht, in der sie dann malen kann. Wir haben hier allerdings keinen Schreibtisch mit Computer, also denke ich mal, dass der Schreibtisch und Computer im Wohnzimmer wahrscheinlich dann von Konrad und Alice wäre, denke ich mal, und vielleicht auch von Daisy. Ich meine, sie sind ja ein bisschen mehr eine Familie als Olivia mit den anderen zusammen, weil sie ja alle den gleichen Nachnamen haben und irgendwie so angeheiratet oder ja, blutsverwandt, sagt man, ne, wenn es nicht angeheiratet ist. Also ja, irgendwie zu einer Familie gehören und so. Von daher teilen sie sich da vielleicht auch den Computer. Und ich habe hier mal diesen gelben Baum verwendet. Ich verwende den irgendwie total selten drinnen, weil der irgendwie schon sehr, ja, wirklich so ein Hingucker ist dann, aber ich fand, das passte sehr gut zu dem Gelb, was wir schon so auf der Bettdecke haben und das hat mir dann echt gut gefallen. Und ich finde auch wirklich, dass die Bilder, die man dadurch verwenden kann, teilweise wirklich noch so viele neue Gestaltungsmöglichkeiten geben. Vielleicht sollte ich das öfter machen, dass ich das nochmal mache. Und genau, hier habe ich das Garagentor auch nochmal klein gemacht und habe danach dadurch sozusagen nochmal so einen kleinen kleines Zusatzbild ins Spiel bekommen. Und jetzt kommt nur noch so ein bisschen der letzte Schliff an Lampen und ich glaube, ein bisschen Deko platzieren wir je nachdem auch noch. Und ja, dann ist dieses kleine Apartment auch schon fertig. Und dann fehlt im Künstlerviertel auch nur noch ein Apartment und das ist hier das Nachbarapartment. Und dann fehlen im Businessviertel noch zwei Apartments und im Modeviertel auch noch zwei und das Penthouse. Und ja, wir sind hier in den Screenshots. Hier ist der Wohnbereich und ich liebe dieses Bild mit den ganzen Papierfliegern. Hier haben wir die Küche. Hier haben wir den Essbereich, den ich auch richtig schön finde, mit diesem gelben Tisch mit den Sonnenblumen obendrauf. Hier haben wir nochmal den Wohnzimmerbereich, aber diesmal halt die Schreibtischecke, auch mit diesen drei Bildern, die auch dieses Gelb und Blau von dem ganzen Raum nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Hier haben wir Olivias Schlafzimmer, also hier das Bett in der Ecke, hier ihren Schreibtisch und ihre Leinwand und hier ebenso den Rest vom Raum, ihre Ankleideecke. Hier haben wir das Badezimmer der vier. Hier haben wir jetzt Daisys Zimmer. Also es ist halt wirklich von den Farben her ein bisschen blasser, aber ich finde so Daisy passt es ganz gut. Hier haben wir das Schlafzimmer von Alice und Konrad. Das finde ich auch so schön mit dem Bild über dem Bett. Das würde ich auch direkt irgendwo aufhängen. Es gefällt mir richtig gut. Und da haben wir den kleinen Waschbären. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!